Die besten Geschichten sind die, die man selber erlebt. Wow, man staunt einfach herrlich, wenn man die Menschen beobachtet. Und so ist es mir vor kurzem gegangen im Supermarkt. Der Titel von diesem Video: Raus aus dem Sumpf. Und in diesem Video möchte ich dich ermuntern oder anregen, genau das Gegenteil von dem zu tun, was ich dir jetzt in dieser Geschichte erzählen möchte, was ich selber erlebt habe. Also du brauchst es nur umkehren, dann hast du raus aus dem Sumpf, dann hast du innere Klarheit, Freiheit und Leichtigkeit und dann siehst du die Dinge, bist voll handlungsfähig, kannst voll in deine Verantwortung gehen, kannst ganz klare Entscheidungen treffen und übernimmst auch, weil Mut hast du, das weiß ich, und übernimmst auch die Konsequenzen oder die Folgeerscheinung oder die Resultate aus deinen Entscheidungen. Ja, und die Geschichte geht so. Ich bin im Supermarkt und stehe an der Kasse und ein junger Mann, es war Vormittag, 9 oder halb 10, ein junger Mann legt seinen Einkauf neben meinen. Und ja, und ich beobachte und sein Einkauf war 5 Flaschen Baileys, 2 Schachteln Zigaretten und 3 Energy Drinks. Und ja, gut, jeder, was er eben mag, das passt. Und dann murmelt er so in sich hinein und sagt: Heute ist wieder ein Scheißtag. Man muss sich einmal was gönnen. Ja, das muss man einfach. Man muss sich was Gutes tun. Ja, so kann man es auch machen. Was macht dieser junge Mann? Er hat vielleicht eine Situation, die ihm nicht angenehm ist. Er fühlt sich vielleicht nicht gerade wahnsinnig wohl. Hört man an seinen Aussagen, wenn man sie beobachtet. Okay, gut. Was macht er? Er lenkt sich ab oder betäubt sich sogar oder macht einfach nichts oder macht so weiter und wartet vielleicht, dass irgendwann eine bessere Zeit kommt. Genau das umdrehen. Wenn man das umdreht, dann entsteht der klare Blick für das, was jetzt ist. Wir schauen einfach hin, wir beobachten die Dinge, die da sind, wertungsfrei. Verabschieden uns von Negativität, verabschieden uns von extremer oder enormer Positivität, denn manche Menschen sagen dann noch, ja, anderen Menschen geht es noch viel schlechter, also so schlecht geht es mir ja gar nicht. Ja, mit wem vergleiche ich mich? Am besten mit niemand, denn am besten oder am liebsten strebe ich nach Klarheit, Freiheit, Leichtigkeit und dem Flow der Dinge. Das ist meine Orientierung oder könnte sie sein. Dann könnte man sich anschauen, wo mache ich Kompromisse? Wo mache ich Kompromisse, die gegen mich wirken? Wo verbiege ich mich? Wo bin ich nicht authentisch, echt und klar? Wo ist das? Und sehr oft bei verfahrenen Situationen ist das schon ganz am Anfang entstanden. Wenn wir da ganz genau hinschauen, dann erkennen wir, oh, wir hätten am Anfang hätten wir schon sagen sollen. Haben es nicht getan, haben gehofft, dass es besser wird. Dabei ist es immer schlimmer geworden. Das heißt, wir erkennen einfach nur, wo haben wir Kompromisse im Spiel. Und dann übernehmen wir die Verantwortung und fassen unseren Mut und sagen, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, eine ganz klare Entscheidung. Ich ziehe mich entweder aus der Situation heraus oder ich treffe eine Entscheidung, ab jetzt mache ich das so, ganz unabhängig, was andere sagen. Und andere werden dann vielleicht sagen, ja, aber gestern hast du es noch anders gesagt. Ja klar, aber heute habe ich eine Entscheidung getroffen. Und so eine Entscheidung, also jede Entscheidung, hat Konsequenzen. Und wenn man dann auch bereit ist, die Konsequenzen daraus zu übernehmen oder zu tragen, dann entsteht sie, die innere Klarheit, Freiheit und Leichtigkeit. Und vielleicht verliert man dann kurzfristig mal etwas, was man glaubt oder wo man bisher geglaubt hat, was ganz wichtig ist. Aber dann entstehen neue Dinge, großartige Dinge, Dinge, die dann von selber ins Leben fließen, die dann eben hundertprozentig zum eigenen Leben passen. Ich arbeite seit vielen Jahren als Coach und beobachte genau dieses Phänomen. Wenn einer anfängt, klar zu werden, auf einmal werden es die anderen auch.
Darum, wir haben eine enorme Macht, nicht nur über uns selber, sondern auch über andere. Das geht ganz automatisch, vollautomatisch. Und das ist genial. Klarheit, innere Freiheit, Leichtigkeit, den Überblick und den absoluten Flow der Dinge wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bitte!